Wir freuen uns sehr. Ich freue mich wirklich sehr, dass er da ist. Ich war eben gerade auf der Bühne, durfte hier Impro-Theater spielen. Das heißt für mich, ich darf mit der Legende die Bühne teilen. Vielen Dank, dass du da bist. Ax Gengrich! Wir wissen, Guru. Ein wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Musiker, durch und durch. Ich will jetzt aus seiner Biografie lesen und ich bin wirklich stolz. Großen Applaus! Also ich habe mich vorgenommen, weil das war ja, Guru war ja im Grunde genommen das Größte, was ich, also das große Hilfe, mehr habe ich ja nicht erreicht. Und da lese ich jetzt, Ende 69, Anfang 70, wie ich zu denen gekommen bin. Das lese ich euch mal vor. Und da wurde auch das Zodiac in Berlin, wurde auch besprochen, das war ein berühmter Club, wo viel passiert ist für den Krautrock, den später. Ich fange an. Achso, und ich wollte mich noch bedanken bei meinen Helfern. Wo sind sie denn? Horst? Marc? Und wie heißt denn? Wie heißt wir? Egal, ich habe den Namen vergessen. Okay, jetzt geht's los. Wie heißt du? Shaggy. Shaggy Otis kenne ich. Okay. Also, in Zodiac beeindruckten neue Musik plus minus ganz besonders. Achim Rödelius mit seinem Rasputin-Bart und Konrad Schnitzer und Boris, der Drummer, war nur mit einer Snare da. Im schwarz gestrichenen Raum waren schwarze Proteste verteilt. Jeder Musiker hatte eines für sich und sein Equipment. Das Publikum schlenderte zwischen den Podesten hin und her und griff so indirekt in den Musikprozess mit ein. Das war einmalig. Konzerte von Tangerine Dream waren ein Muss. Die waren die Speerspitze der aufkommenden Krautrock-Bewegung und spielten noch nicht nur mit Synthesizern. Klaus Schulze war ihr Drummer, bevor er den ersten Moog-Synthesizer hatte. Wir nannten das aber Psychedelic Underground. Von Krautrock war noch nicht die Rede. Für mich waren James Brown im Sportpalast oder das Gary Burton Quartett in der Philharmonie weitere Höhepunkte oder das American Blues Festival oder John Mayer mit Mick Taylor, aber ohne Schlagzeug in der Kongresshalle. Das zweite Hendrix-Konzert Januar 69 mit Ira Paaren als Vorgruppe und viel anwesender Politprominenz kam für mich persönlich nicht an das erste in der Hasenheide heran. Es waren aber mindestens dreimal so viele Leute da, wenn nicht gar noch mehr. Mit Agitation Free kam ich ganz gut zurecht, besonders mit Fehn, dem Bassisten. Zu der Zeit spielte ja noch Chris Franke Schlagzeug, bevor er zu Tangerine Dream wechselte. Lühl spielte Gitarre und war der Frontman oder der heimische Bandleader. Wir machten in der Pfalzburger Straße Tonaufnahmen mit Thomas Kessler. Die sind wie andere Aufnahmen mit Gautai, East West oder Light of Mingus leider verschollen. Für Agitation Free wurde es Zeit, dass mal ein Auftritt an Land gezogen wurde. Und der kam auch Anfang der 70er im Sportpalast. Das war in mehrerer Hinsicht wichtig. Für mich persönlich war es mein erster und letzter Auftritt im Sportpalast, wovon ich ja immer geträumt habe. Dann kam mein erster und letzter Auftritt mit Agitation Free. Für Agitation Free war es der erste Auftritt mit neuen Gitarristen und ich freute mich auf das Konzert im Sportpalast. Bei einem der ersten Deutschrock-Festivals. Eventuell war es sogar wirklich das erste und es fand am 12.04.1970 statt. Angeblich waren auch Vertreter des Music Business anwesend. Wir spielten vor Tangerine Dream und bei der Gelegenheit lernte ich Edgar Fröse näher kennen. Er hat sich immer etwas um Agitation Free gekümmert. Später wurde Chris Franke ja
ein Tangerine-Mitglied, als sie nur noch elektronisch spielten. Auf dem Festival spielte Edgar ausschließlich Gitarre und als mein Vox mitten während unseres Auftritts seinen Geist aufgab, lieh er mir großzügig seinen Marschenturm, der schon hinter meinem Vox aufgebaut war, und ich konnte weiterspielen. Danach hörte ich Guru Guru mit dem amerikanischen Gitarristen Jim Kennedy zum ersten Mal. Das begeisterte mich sehr. Deshalb fuhr ich mit Nils in seinem Dekabuktisch ein paar Tage später zu einem weiteren Auftritt von Guru Guru. Viele Bands, welche am Festival teilnahmen, erhielten später einen Plattenvertrag oder hatten schon einen. An die meisten kann ich mich nicht erinnern, aber an Nein der Sonder, Wolfgang Dauner und Guru Guru erinnere ich mich gut. Doch mein Schicksal war der Guru-Auftritt danach in Kreuzberg in einem Achtbuchhaus. Nils und ich erklommen eine wackelige Treppe immer dem Getöse entgegen und erreichten einen weitläufigen Speicher. Dort versammelte sich die Scene. Am Kopfende war eine komplette Marshall-Anlage aufgebaut, welche aber nur von einem Bassisten genutzt wurde. In der Mitte saß ein Schlagzeuger mit einem für mich exotisch anmutenden Drumkit und die beiden erzeugten einen Höllenlärm. Gitarrist Jim war nicht da und ab jetzt war wohl Magie im Spiel. In einer Pause fragte ich, ob ich nicht einsteigen könnte. Da aber schon eine Gitarre gab es nicht. Eigentlich ohne die Antwort abzuwarten, überredete ich Nils, mit mir in Eichkamp meine Les Paul zu holen, denn ich hatte ja weder Auto noch Führerschein. Klar hat er mich gefahren. Es war aber schon eine Strecke so hin und zurück. Und inzwischen hätten ja 100 Gitarristen auf die gleiche Idee kommen können. 20 von denen hätten vielleicht um die Ecke gewohnt. Und dann wären sie viel schneller wieder mit Gitarre da gewesen als ich. Und alles wäre umsonst gewesen. Aber wieder vor Ort war die Situation unverändert. Die beiden donnerten auf ihre Instrumente ein und wahnsinnige Soundkaskaden dröhnten die Treppe herab. Oben angekommen, stöpselte ich in einen Marshall Input. Ab da war ich dabei. Jim hatte einen Schwächeanfall und war im Krankenhaus und Mani und Uli hatten mit Gogo zwei Tage später eine Verpflichtung. Sie baten mich, doch erst einmal für Jim einzuspringen, worauf ich begeistert zusagte. Aber mehr war es nicht. Lühl schrieb in seiner Biografie, die Gurus hätten mich abgeworben bei dem Auftritt im Sportpalast. Ich glaube aber nicht, dass sie sich Agitation Free angehört haben und mich gefragt hätten, ob ich für Jim Kennedy einspringen will. Da wusste ja noch niemand, dass alles so kommen würde und Jim ins Krankenhaus musste. Das war ein Zufall, dass ich an dem Abend mit Nils nach Kreuzberg fuhr, um die Gurus noch einmal zu hören. Vielleicht war es auch mehr als ein Zufall. Denn ab dem Abend veränderte sich mein Leben. Hätte mich Nils nicht gefahren, um meine Gitarre zu holen, wäre ich nie nach Fürth gefahren, um dort mit den Gurus aufzutreten und alles wäre anders gekommen. Also auf nach Fürth. Mein Echo-Gerät zusammen mit frischer Wäsche im Koffer, in einer Hand die Les Paul im Koffer, in der anderen Hand fuhr ich mit dem Koffer und dem Echo-Gerät mit der S-Bahn zum Bahnhof Zoo und von dort nach Fürth bei Nürnberg. In der Halle angekommen waren Free gerade am Aufbauen bzw. Soundchecken mit Paul Kossoff an der Gitarre. Mani und Uli spielten aber nicht am Beginn des Festivals, sondern direkt vor Free und ich beschloss gleich, mich nur nicht einschüchtern zu lassen. Das klappte auch wunderbar. Ich war so fasziniert von Manis Art, Schlagzeug zu spielen, dass meine Gitarrentöne ganz von alleine flossen. Uli hielt es mit seinen Steady Basslinien zusammen und als ich meine Echo-Eskapaden loslief, kamen sie mir das entscheidende Feedback.
Am Schluss wurde ich gefragt, ob ich beim nächsten Auftritt wieder dabei sein wollte. Na klar. Und so saß ich dann das erste Mal bekifft am Bahnhof Fürth, wartete bis zum Morgengrauen auf den ersten Zug nach Berlin. Die Spatz chillten wie verrückt, als wollten sie mir sagen, bleib dabei, das ist dein Leben und nicht Schauwerber gestalten. Der nächste Gig war in Esslingen und so ging das ein paar Mal hin und her, natürlich auf eigene Fahrtkosten. Bei einem Gig in Frankfurt fing ich an zu überlegen, ob ich mir das auf Dauer leisten könnte. Im Abstieg wurde ich auch noch traurig, denn ich wollte lieber bei Uli und Mani bleiben, als im möblierten Zimmer. Die Sonne scheint, das Fenster rein und der Schnee. Ach, soll ich weiterlesen? Ja, ja. Okay. Alles geschah im Frühjahr 1970. Ich musste meine Zwischenprüfung bestehen, was mir auch locker gelang. Ich musste mich aber auch von meinen anderen Bands, also Agitation Free und Music Transmission, rechtfertigen, ohne genau zu wissen, ob ich jetzt fest zu Guru gehöre oder nicht. Bevor das ein Problem wurde, kam Klarheit. Zu einem Gig in Heidelberg trafen wir uns bei Franz Huber in der großen Mandelgasse und Jim, eigentlich noch der Guru-Gitarrist, stieß dazu. Ich hatte die Gelegenheit, diesen netten Menschen in Ruhe, ohne die anderen kennenzulernen, bei Gitarrentalk über Les Paul versus SG ließ er schon durchblicken, dass er wieder in die USA zurückkehren wollte. Natürlich hätte ich seinen Platz sofort wieder freigemacht, wäre er da geblieben. Aber ich war schon erleichtert, gleichzeitig verunsichert, denn nun musste mich ja entscheiden. Wollte ich in Berlin bleiben und mein Studium beenden, wahrscheinlich bei Agitation Free Gitarre spielen oder in die Kommune von George Früchtenich ziehen, oder wollte ich lieber zu Buchen gehen? Naja, ich wollte lieber zu Buchen gehen.